Einfach aufgeben, das passt überhaupt nicht zu dir. Du bist doch eine Kämpferin. Eine gute Kämpferin weiß, wann sie verloren hat. Charlotte, bitte hol dir wenigstens eine zweite Meinung ein. Weißt du was, ich nehme mir frei und wir fahren nach München zu einem anderen Spezialisten. Oder wenn es sein muss, nach Berlin oder nach Hamburg oder irgendwo anders hin. Das ist so lieb von dir, aber es wird nicht nötig sein. Ach, du darfst jetzt nichts unversucht lassen. Schau, die Medizin macht doch täglich Fortschritte. Vielleicht gibt's irgendeine ganz neue Methode. Alfons, warum kannst du meinen Entschluss nicht einfach respektieren? Wie tut? Sehr weh. Ich weiß. Ich werde dir beistehen. Egal, was kommt, immer. Geliebte Charlotte. Werner. Entschuldige. Ich hatte mich nur ein wenig ausgeruht. Geht's dir nicht gut? Mir geht es gut. Möchtest du mir nicht sagen, was du hast? Wie geht es dir, Charlotte? Mir geht es gut. Wenn du diesen kleinen Schwächeanfall meinst, das war nichts. Ich hatte wohl zu wenig gegessen, oder das Wetter war schuld. Du kannst mir ruhig die Wahrheit sagen, Charlotte. Ich bin nicht so schwach, wie du glaubst. Das tue ich doch. Mir geht es gut, wirklich. Charlotte, du hast dich nie um diese Zeit hingelegt. Und du hattest auch keine Schwächeanfälle, nur einmal. Weißt du noch, damals, als du Krebs hattest? Das ist lange her. Das einmal war das, kann auch ein zweites Mal geschehen. Kann, ja, aber muss nicht. Charlotte, bitte. Vertrau mir doch. Liebling, sage mir endlich, dass du Krebs hast. Ich weiß es doch sowieso. Und? Schmeckt's? Es gibt nichts Besseres nach einer Bergtour. Siehst du das? Und du wolltest damals aufgeben. Gut, dass dein Mann dich überredet hat zu kämpfen. Weil ich sonst Hildegards Obersten verpassen würde? Auch. Und die Berge und. Meine Enkel. Heute verstehe ich mich selbst nicht mehr. Naja, also sehr sensibel war Werner nicht gerade, als er mir damals den Kopf gewaschen hat. Charlotte. Du hattest dich aufgegeben. Auf niemanden hast gehört. Es war seine einzige Chance. So stur, wie du warst. Wie ein Elefant, der sich zum Sterben zurückzieht. Ach, Alfons, ich war damals wie gelähmt und so müde. Ich dachte, ich habe keine Chance mehr, den Krebs ein zweites Mal zu besiegen. Und deswegen war es gut, dass dein Mann dich überredet hat. Also ich für meinen Teil bin ihm sehr dankbar dafür. Niemand wird mehr Charlotte ersetzen können. Ihr Lachen, ihre Ratschläge, ihre... Jetzt hör aber auf, du tust ja gerade so, als ob... Ja komm, sprich es ruhig aus. Es wird nicht passieren. Und du hör endlich auf, dich in deinem verdammten Selbstmitleid zu suhlen. Damit hilfst du niemandem, Mutter am allerwenigsten, ganz im Gegenteil. Sie braucht dich jetzt, Vater. Wahrscheinlich mehr denn je. Also reiß dich zusammen und versuch, einen klaren Kopf zu bekommen. Ich habe einen klaren Kopf. Und ich sage dir, wenn sich deine Mutter nicht bald therapieren lässt, dann wird sie nicht mehr lange leben. Die Diskussion ist beendet. Himmel, Herrgott, nochmal, es geht doch hier nicht nur um dich. Es betrifft uns alle. Ich finde es unverantwortlich von dir, dass du uns so im Stich lassen willst. Sie sollten wirklich auf Ihren Mann hören. Denken Sie bitte an Ihre Kinder. Ach, die sind alt genug. Und tun Sie mir einen Gefallen, Alfons, und halten Sie sich da raus. Hör zu gut, wenn du unbedingt sterben willst, wieso wartest du denn auch so lange? Geh auf die Dachterrasse und spring, dann hast du es endlich hinter dir.
hat sich ja eher dein Mann wie ein Elefant benommen. Vom Balkon springen. Ich hab geglaubt, ich hätte mich verhört. So sprachlos wie damals war ich schon lange nicht mehr. Aber für große Auftritte war Werner immer schon gut. Ja, immerhin hat er auf diese Weise sein Ziel erreicht. Du hast gekämpft und endlich mit der Chemotherapie angefangen. Und du meinst, es hilft? Na sicher. Mit dem Pflaster wird der Abstieg kein Problem. Der Abstieg? Der wird sowieso kein Problem. Da fahren wir nämlich mit der Seilbahn. Da können wir jetzt noch ein bisschen leer oben bleiben. Mit der Seilbahn? Schöne Idee. Aber dann nehme ich noch einen Kaiserschmarrn. Sehr gut. Und jetzt ein Königreich für deine Gedanken. Spinner. Wenn ich so überlege, was während meiner Chemo alles passierte. Cora Franke. Kannst du dich noch erinnern, als sie gekündigt hatte? Ja, aber leider war sie schneller wieder da, als mir lieb war. Ich glaube ja noch immer, dass das eine Intrige war, einer ihrer vielen. Ja, durchaus möglich. Als ein berechnendes Biest war sie schon, die Franke. Und clever. Ich brauche deinen Rat als Freundin. Das klingt ja dramatisch. Ist es auch. Oder vielleicht auch nicht. Ich weiß es einfach nicht. Was ist denn los? Kannst du dir vorstellen, dass Werner mich betrug? Nein, Werner? Nein, das glaube ich nicht. Also, so glücklich, wie ihr miteinander seid. Tja, das habe ich mir auch immer gedacht. Hast du einen konkreten Verdacht? Und dann auch noch Cora. Das scheint sich noch nicht herumgesprochen zu haben. Sie hat uns verlassen. Warum, wenn ich fragen darf? Irgendwelche beruflichen Differenzen mit Werner. Weißt du etwas Genaueres? Nein, aber ich bedauere natürlich ihren Weggang. Ja, ich auch. Sehr. Würdest du ihr das bitte zukommen lassen? Möglichst schnell. Ich bestelle gleich einen Boten. Ach so, warte. Nein, ich muss ja sowieso in die Stadt. Dann nehme ich den Terminplaner gleich mit. Ja, die Frau Franke hat bei uns auch einen Zweitschlüssel für ihre Wohnung deponiert. Soll ich dir den auch gleich mitgeben? Du denkst einfach an alles. Nachsehen, wer es ist? Ach, egal, wer das ist. Siehst du? Hat schon aufgehört. Na dann. Nochmal von vorn. Nochmal. Werner. Nicht da, hattest oft keine Zeit. Auch als ich wieder krank wurde, warst du immer im Stress, immer beschäftigt. Herr Charlotte. Jetzt weiß ich auch womit. Es war eine Flucht. Ein paar Stunden ohne Sorgen, ein blindes Vergnügen und Verpflichtung. Ach, ich bin schuld, willst du das sagen? Nein, natürlich nicht, das habe ich doch nicht so gemeint. Ich habe nur versucht, es dir zu erklären, es mir zu erklären. Warum es dazu kommen konnte. Bitte verzeih mir, Charlotte. Nein. So leicht bekommst du keine Absolution. Ganz bestimmt nicht. Und ich will auch nichts mehr hören.
und dich auch nicht mehr sehen. Und jetzt verschwindest du aus unserer Wohnung, und zwar sofort. Aber ich liebe Charlotte und ich werde alles tun, damit sie mir verzeiht. Irgendwann kommst du wieder bei mir angekrochen, so wie heute. Und wenn du denkst, ich stehe dann für dich zur Verfügung... Keine Angst, Cora. Weißt du, du hast einen schönen Körper, aber eine hässliche Seele. Und wenn du glaubst, dass das zwischen uns Liebe war, dann irrst du dich. Du Schwein! Ja, du hast recht. Ich habe mich meiner Frau gegenüber wie ein Schwein benommen. Aber mir ist es zumindest bewusst und ich bereue es. Du hingegen hast eine erbärmliche Seele und scheinst es nicht zu merken. Spiel nicht den Moralapostel. Du übst wohl schon für deine Frau, was? Mich kannst du damit nicht beeindrucken. Ich kenne dich besser. Es ist aus. Komm nicht mehr in den Fürstenhof. Die Kündigungsmodalitäten klären wir telefonisch. Das wagst du nicht. Oh, du irrst. Das wage ich, egal was du tust. Werner, warte. Überleg doch mal bitte. Das wollten wir doch immer, wir zwei. Zusammen sein, nur du und ich, ohne Charlotte. Du wolltest das, nicht ich. Du kannst doch jetzt nicht einfach so gehen. Das wirst du mir büßen. Was habe ich dir getan, Cora? Warum zerstörst du meine Familie? Die Welt besteht nicht nur aus Charity, Charlotte. Wenn man was erreichen will, dann darf man keine Rücksicht nehmen. Aber das hast du nie kapiert. Cora, bedeutet dir unsere Freundschaft gar nichts? Wir waren nie Freundinnen. Wir sind gut miteinander ausgekommen, weil es Vorteile hatte. Das meinst du doch nicht im Ernst. Ich wollte Werner von Anfang an und ich wusste, dass ich ihn bekommen würde. Übrigens, Werner ist nur noch bei dir, weil du krank bist. Was bildet der sich ein? Heimliche Königin meines Herzens und des Hotels. Ich habe im Moment wirklich andere Sachen im Kopf. Du meinst die Zeugenaussage von deinem damaligen Fluchthelfer? Ich hab sie. Pech gehabt, Charlotte.